weil wir hier gegen physisches Zeug kämpfen und weil wir Damage bekommen hatten, obwohl wir geblockt hatten. Deswegen bin ich da ein bisschen. Moment mal. Ja! Ach, scheiße. Nee. Okay. Wenn die Büsche schon nicht rauskommen. Ich glaube nämlich, die kommen nur raus, wenn wir dann in der Nähe von dem Item sind. Ah, easy. Dann wären wir nämlich umzingelt gewesen und deswegen müssen wir einfach dem Zeug vorauskommen. Einfach einen Schritt voraus sein. Hallo? Versuch's mit vorne. Ah, cool. Ah, okay, der Geheimgang ist mir neu, aber ich weiß, dass ich da an diese Leiche ran wollte. Und ich deswegen eigentlich hier hingewandert bin und eigentlich auch darauf hoffe, dass wir hier diese Kreatur mit zwei Schlägen töten oder so. Ui! Genau. Die kann nämlich irgend so Zauber. Ich weiß aber leider nicht, was dieser Zauber bewirkt. Und ich möchte trotzdem weiterhin an diese. An diese Leiche ran. Das ist nämlich eine Rüstung, die möchte ich. Das ist eine Rüstung. Komm, du Bronzekrieger. Wär auch gelacht. Ha. So. Die Frames sind jetzt schon wieder bei 13 Stück pro Sekunde. Na super. So, ihr habt gesehen, das ist eine sehr schöne Rüstung von. Das ist die Rüstung von dem Typen vom Anfang, der uns befreit hatte, mehr oder weniger befreit hatte. Der uns zumindest ermöglicht hatte zu fliehen. Also das mit diesen Frames, das gefällt mir gerade gar nicht. Boah, dass man hier gar nicht so wirklich was sieht, das ist doch nervend. Steingroßschwert. Was bringt denn so ein Steingroßschwert? Ja, okay, wir haben unser Schwert jetzt gerade schon aufgewertet, aber trotzdem. Nur so zum Gucken. 148 Grundschaden. Ja, also ist. Oh, Alter, aber 18! 18 wiegt das. Das ist natürlich blöde. CE. Okay, also das skaliert besser mit unseren Werten. Ja, aber wie viel Stärke braucht man dafür? 40! Na geil, dann kannst du alleine tragen, das Ding. Achso, und weswegen wir eigentlich hier hingegangen sind? Elite-Ritter-Rüstung. Ja, also. Da sehen wir jetzt zumindest wie ein richtiger Ritter aus. Ach du Scheiße, sind wir schwer. Immer noch. Also das klingt nicht gut. Also wenn man nämlich zu schwer ist, das merkt man deutlichst. Oh ja, dann funktioniert auch das Rumble Pack einwandfrei, ja. Das zeigt es dann einem auch nochmal so richtig schön. Was auch immer das Ding ist da. One Hit. Oh, super.
Ach, das ist doch Kackjes. Dann habe ich echt darauf gehofft, dass wir hier unsere Rüstung so ohne weiteres tragen können. Ja, aber so ein Scheiß. Habe ich nicht damit gerechnet, dass wir zu schwer wären. So, hier kommt noch den Bogen. Was müssen wir skillen, damit wir mehr tragen können? Das ist ja geil hier. Das sieht man ja wirklich gar nichts. Famoser Ring. Apropos famoser Ring, mir würde noch Havels Ring so einfallen, der uns sehr motivieren könnte und der uns auch dahingehend unterstützen könnte, die Rüstung zu tragen. Havel ist nämlich dieser eine Gegner, als wir bei dem Tauren-Boss waren, auf der Brücke, unser erster wirkliche wahre Boss. Alter, was ist denn hier? Unser erster wahrer Boss. Moment, ich gehe jetzt erst nochmal hier unten gucken. Bei dem ersten wahren Boss, da gab es noch eine Tür nach unten. One Hit! Geil! Ich wette, die können irgendeine Scheiße hier verbluten oder sowas. Uns draufknallen. Alter, ich kann die Viecher one-hitten. Mit unserem Schwert. Okay, da ist noch so ein... Aber die kann ich ja so oder so one-hitten. Zumindest habe ich mir so eingebildet. Okay. Hallo? Ne, hier ist nichts weiter. Also haben wir nur noch diesen Weg nach oben. Außer wenn jetzt hier wir irgendwo scheinbare Wände sind. Aber das ist halt das Problem bei Dark Souls. Wenn man nicht gerade hier irgendwo so eine leuchtende Nachrichten sieht, erkennt man das auch gar nicht. Man kann zwar hier überall gegenschlagen, aber dadurch gehen die Waffen kaputt. Statue? Ja, die haben wir gerade bezwungen. One Hit. Oh yeah, baby. Einfach mal volle Kanne auf den Fuß geschlagen, ne? Dann ist das Ding tot. Wolfsring. Okay, dann gucke ich mal, wie famos der ist. Wir haben ja noch einen Slot frei. Verstärkt die Balance. Okay, solange wir keinen anderen haben. Hier müssten wir doch... Ach genau, dann ist... Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Da hinten ist unser Bonefire. Na bitte. Jetzt kann ich ja trotzdem mal zu dem Boss laufen, zu dem ich eigentlich wollte. Oh Gott, mein Arm juckt. Ich wollte eigentlich nur eine ganz kurze Aufnahmesession machen, ja. Ihr wollt mich lecken, oder? Ihr wollt mich so richtig schön am Arsch lecken, oder was? Was soll denn das? Bitte schön. Naja, Einzelkampf. Da könnte man gerade mal so eine Info hinschreiben, Einzelkampf. Ey, leg mich doch am Poppes, Alter!
Und das ist alles nur so ein komisches Gemüse hier. Friss das, Alter. Wenn das Gemüse jedenfalls mit einem Schlag weg wäre. Ja, danke schön. Mit einem Pyromantenschlag. Ich habe keine Ahnung, wie man die Pyromantie verstärken kann. Das tut mir echt leid. Ich habe zwar gelesen, dass es da irgendwelche Feuersamen oder sowas geben soll, die einen verstärken, aber ob es wirklich da irgendwas gibt, ich habe es selber noch nicht gefunden oder jedenfalls nicht bewusst gefunden. Vielleicht hatte ich es auch schon und wusste es bloß nicht, wie ich das einsetze. Kann ja auch sein. Alter, das ist so easy Seelenfarm, ja. Einfach mal so 1800 Seelen gefarmt. Da war es schon wieder. Und dann wären wir hier auch gleich bei dem Boss, zu dem ich mit euch wollte. Ich guck bloß nochmal hier um die Ecke. Okay, hier ist jemand gestorben. Wahrscheinlich an diesen Viechern. Und ich glaube, ist das hier nicht wieder so ein komischer... Ah ne, das ist so ein komischer Lemur, der da dran hing. Ne, Lemur ist es ja auch nicht, aber hier so ein komisches Vieh, ihr wisst schon. So ein ekliges Dingens. Okay. 8000 Seelen, Freunde. Bossfight. Bei dem Bossfight kann ich euch eine Sache sagen. Wir kämpfen jetzt gleich gegen ein Smetbo, ja, gegen einen Schmetterling. Und egal was ihr macht, rollt einfach. Weicht einfach den Angriffen aus. Und solltet ihr Nahkämpfer sein, umso geiler. Ich bin jetzt auch gerade voll der Nahkämpfer. Warte mal, von wo kam der denn? Da ist er. Da macht so wie ich. Als Fernkämpfer ist es natürlich ein einfacheres, diesen hier zu bezwingen. Würde ich mal so behaupten. Verflucht! Ich habe B gedrückt! Ja, also das ist der Mondlichtschmetterling. Einfach immer in diese Ausweichposition gehen. Immer hier zum Beispiel irgendwo zur Seite springen, ausweichen. Das ist immer das Beste, was man machen kann bei dieser Kreatur, ja. Auf irgendwelche anderen Spielränzchen würde ich mich überhaupt gar nicht einlassen, ja. Jetzt muss ich mal bloß überlegen. Wir können... Bitte. Ja, einfach mal anzünden, die Viecher hier. So. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob wir da mal vielleicht auf das Schild von unserem Gargoyle Heini gehen. Ich glaube nämlich, damit müssten wir besser fahren. Aber hier die Seelen, die würde ich dann auch mitnehmen. Ne. Ja, ich gucke lieber nochmal, ob wir da nicht vielleicht noch so einen grauen Brocken oder irgendeine Scherbe oder sowas bekommen, Titanit. Was wir da noch nutzen könnten, um unsere Schwerter nochmal oder unsere Ausrüstung nochmal ein bisschen besser zu machen. Okay, der hat auch nichts. Ach ja, aber ob der Ring uns irgendwas bringt, keine Ahnung. So, wir können den auch mit unserer Pyromantie ein wenig ankokeln, die Flügel ein wenig versengen. Aber den meisten Schaden werden wir dann trotzdem mit dem Nahkampf erledigen. Aber ich finde aber diese Musik immer nur bei den Bosskämpfen genial, ja.
Manche sind überepisch. Manche sind hier so idyllisch. So. Wir müssen ihn nämlich dazu bringen, mal zu landen. So, weil zu dem gewissen Zeitpunkt wird er auch müde. Und dann setzt er sich nieder auf unser Fenster. Und dann müssen wir zuschlagen. Weil momentan hat er noch ziemlich viel Leben. Aber jetzt kommt er. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal! Also ich muss sagen, das war ein sehr einfacher Kampf für uns. Hängt aber auch mit unserem Schwert zusammen. Ja, also das war sehr. Das ist sehr über. Ja, überpowered. Sehr. Sehr, sehr stark ist dieses Schwert. Das, was wir haben. Das ist halt Excalibur. Ich nenne es einfach mal Excalibur. Das ist der Wahrheit. Das ist echt wahrhaft der Wahrheit. Wie ich jetzt mich daran erinnern musste, wie ich da eine halbe Stunde an diesem Scheißvieh gesessen habe. Ja, aber jetzt hier so mit 3 Schlägen down. Hammer. Hammer. So. Hier ist ein Schmied versteinert worden. Versuch's mit Springen. Sicherlich. Wachturm Kellerschlüssel. Göttliche Glut. Heimkehrknochen. Willst du mich jetzt verarschen, oder? Dass das wirklich gehen könnte, dass man da auf die Sache da springt. Ja, dann stirbst du aber einen qualvollen Tod. Nee, das mache ich nicht. Das ist mir zu blöde. Ich mache aber jetzt hier nochmal den kleinen, ja, die kleine Zuckerschnute mache ich jetzt nochmal und porte mich doch einfach mal zurück zu unserem Bonefire und werde auch gleich uns nochmal ein bisschen aufsteigen. So, Kondition ein wenig erhöht. Moment. Belastung. Ah, die Belastung erhöht sich dadurch auch 1:1. Ah, okay, super. Zauberei, Vitalität. Die Vitalität, die könnte man ja auch mal ein bisschen hochzimmern. Aber jetzt gehe ich nochmal. Obwohl, Beweglichkeit brauchen wir ja nicht. Vitalität. So, jetzt haben wir erstmal keinen Punkt in Stärke investiert. Also stärker sind wir jetzt nicht geworden. Wir können jetzt bloß mehr oder öfteres schlagen, ne? Und können auch mehr tragen. So, da hinten ist noch ein Baum. So, du Unkraut. Ach ja. Na bitte, ey, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das Vieh noch treffe. So. Ja. Hast du lange gebraucht, um meinen Arm wieder einzuziehen, Penner? Okay. Jetzt können wir gleich nochmal eine andere Sache austesten. Dann könnte ich mir vielleicht sogar diesen Ring von der einen angesprochenen, von dem einen angesprochenen Boss holen. Von Havel. Da stand ja eh, dass es verschlossen ist. Deswegen möchte ich da mal was austesten. Ob wir von der Seite rankommen.
zu diesem komischen Typen. Ja. Havel ist nämlich so ein kleiner Penner. Achtung, da vorne, da, das Vieh, das müssen wir, wenn wir das Ding bekommen, das ist natürlich super. Nein! Ach, Kackjes. Ich habe aber auch nur Heimpech mit den Dingern. Echt, das ist doch... Das wäre vielleicht Level-Up für unser Schwert gewesen. Ach ja. Nun gut. Da hätte ich mir vielleicht eine schnellere Waffe raussuchen müssen. Irgendwas Flinkeres. Okay, hier haben wir noch eine Leiche. Das ist eine geschenkte Rüstung, Freunde. Hier kriegt man eine Lederrüstung, Lederhandschuhe, Lederstiefel und einen Langbogen, sowie Federpfeile. Also wenn man sich die 1000 Pfeile, die 1000 Seelen für den Bogen am Anfang sparen möchte, dann kann man hier drauf dann gehen. So, was haben wir hier? Einzelkampf. Ich gehe mal weiter nach unten. Ich glaube nämlich, hier war noch ein schwarzer Ritter. Ich bin mal gespannt, was wir da an Damage machen, weil da brauchen wir ja... Ich gehe mal hier kurz auf unseren Estus. Vor dir ein Ritter, genau. Ich bin mal gespannt. Da versuche ich jetzt mal den Einzelkampf. Pass auf, Ritter. Ja, okay. Wir sind zwar mächtig, aber wir sind nicht doof. Deswegen bleiben wir dann doch lieber auf unsere altbewährte Technik. Du kleiner Schlingel. Ein blauer Brocken, na super. Ja, das war eine knappe Sache, eine knappe Sache. Jetzt probiere ich es mal anders. Hier das Zeug weg. Und ich mach mal hier unsere Menschlichkeiten. Erhaltet eine Menschlichkeit. Hihi. So. Dann haben wir zumindest keine Estus-Flakons verschwendet, sondern halt mal eine Menschlichkeit. Ich habe nämlich keine Ahnung, wofür wir die überhaupt benötigen, groß benötigen. Außer das, was ich eh angesprochen hatte. Okay, da geht's noch weiter. Graswappenschild. Ich glaube, das war das, was uns Ausdauerregeneration gebracht hatte. Okay, das ist in einigen Sachen besser, bis auf physischen Schaden. Blockt es weniger ab, aber dafür ist es wesentlich leichter. Es wiegt plus 3 anstatt 5,5 Kilo. Dann ist es besser in Magie, in Feuer, in Blitz. Deswegen werden wir das unter anderem auch nutzen. Ja, okay. Das wäre zum Beispiel so ein Schild, das würde ich auch upgraden. Ja, also das werden wir vielleicht sogar upgraden. Damit wir halt diese physische Resistenz wieder haben, die unser Ritterschild hätte. Okay, was haben wir jetzt hier? Einzelkampf. Ja, ach, das sind die Kristallviecher. Ich habe seltsames Wesen, genau. Ich heiz nicht aus. Vor dir, Köder. Ich habe diese Wesen nie verstanden. Deswegen rennen wir jetzt einfach mal flux dran vorbei. Und gucken mal. Zäher Feind, genau. Zu dem wollen wir nämlich. Zu diesem zähen Feind. Der kommt da aber auch nicht raus. Alter, mich würde gern mal interessieren, wie viel Damage wir machen an dem. Ja, okay, jetzt weiß ich's. So, wenn ihr unter seine Keule kommt, seid ihr tot.
Ach ja, das ist Havel, ja, das ist unser lieber Freund Havel. Und ja, das Problem ist bei dem ernsthaft, wenn man da einmal unter seine Keule kommt, dann ist man tot. So. Und da hilft auch Blocken nicht. Deswegen verstehe ich jetzt gerade gar nicht, dass ich nicht auf Zweihandkampf gegangen bin. Damit wir halt ein bisschen mehr Damage rausknallen. Das wäre wesentlich schlauer gewesen. Ach, verdammt. Ich habe immer noch das Gefühl so drin, von wegen, dass ich mit der helle Bade hier durch die Gegend renne, ja, weil die hätte dieses Wesen dort ohne weiteres getroffen. Von der Reichweite her. So. Okay, wandern wir mal weiter. Wenn wir Havel bezwungen haben, werter Freunde, dann geht's nämlich ab. Dann können wir uns auch die Rüstung anlegen. Huch. Und dann läuft es nämlich ein bisschen leichter vonstatten. Jetzt dürfen wir bloß hier keinen Fehler machen und runterfallen. Das wäre nämlich ein bisschen blöde. Nicht nur ein bisschen, das wäre sogar sehr blöde. Oh, jetzt aber. Ach, verfluchte Scheiße, noch eins. Ich dachte, ich krieg das mit so einem Feuerball. Aber ich glaube, da sollte man dann ranrennen und einen Sprungangriff wagen. Ui, hier geht's. Auch so, okay. Einige werden jetzt wahrscheinlich sagen, ey, probier doch deine Pyromantie aus gegen Havel. Aber das ist eine gute Idee. Ich muss aber sagen, das ist ein bisschen schwerer, weil er hat eine ziemlich fette Rüstung an, die auch resistent gegen so einen Scheiß ist. Ja? Also der ist da ein bisschen gut gewappnet, wenn es um sowas geht. Also da sollte man wirklich dann eher den Nahkampf und Backsteppen bevorzugen. Uiuiuiui. So nicht, werter Freund. So. Jetzt rennen wir einfach mal hier nach oben in der Hoffnung, dass wir hier in der Stadt der Toten, wo wir eh schon waren, dass wir hier rauskommen. Hoffe ich zumindestens. Da, wo kam verschlossene Tür? Ja, genau. Hier kommen wir raus. Dann gehen wir jetzt nämlich mal den verdrehten Weg. Genau, da kommt er nämlich nicht lang. Und dann hole ich mir nämlich hier das Bonefire. Arschlöcher. So. Dann gehe ich nämlich, renne ich jetzt einfach mal hier durch die Leute, einfach nur durch. Und, ja, komm hier. Hätten wir auch. Peanuts, Alter. Peanuts. So. Von hier ist es nämlich wesentlich einfacher. Wieder zur Habe zu gelangen. Warum schreien die eigentlich immer hier die ganze Scheiße hin? Echt, ey. Achtung, Leuchtfeuer. Na, als ob man das nicht sehen würde. Idioten, ey. So. Okay. Achtung, Leuchtfeuer. So. Eigentlich könnte man hier auch einfach nur durchrennen. Das ist wahrscheinlich auch der beste Tipp. So. Zumindest ist jetzt hier der Weg kürzer. Bis zu dem Typen. Und man sieht jetzt richtig schön deutlich, ja.
dass diese Welt von Dark Souls sehr dicht, ja, sehr verbunden ist. Muss ich jetzt mal so sagen. Und dass das halt nicht tausende von Gebieten sind. Okay, sind es, aber dass die halt relativ dicht beieinander liegen. So, okay. Die hätten wir. Und jetzt gehe ich nämlich mal auf... Ja, jetzt gehe ich einfach mal auf zweihändig und versuche ihn mit unserem Excalibur mal ordentlich die Leviten zu lesen. Dieser elendige Penner. Ich kann ja einfach mal euch zeigen, wie schwach Dingsbums wäre. Ist zwar gut, aber... geht besser. Und dass man ihn nicht one-hittet, das sollte eigentlich auch jedem klar sein, ja. So. Das Schlimmste, was mich eigentlich am meisten bei dem Typen ankotzt, ist, dass man halt kein schickes Areal zum Kämpfen hat. Ja! Gebacksteppt! Easy, Freunde. Also, wenn man mit einem Zweihandschwert den schafft zu backsteppen, geil! Richtig geil. So. Und da haben wir auch Havels Ring. Super, dann können wir jetzt ganz gechillt einfach mal Havels Ring anlegen. Da haben wir ihn. Erhöht die maximale Kapazität, die man an Ausrüstung tragen kann. Und dann können wir hier auch unsere Elite... Lederrüstung. Hier Elite-Zeugs alles anlegen. Elite-Ritter. Super Sache. Ja, und da habe ich auch gar kein Problem. Also der läuft jetzt nach wie vor in Ordnung. Und ich habe jetzt hier nicht dieses komische, eklige Gefühl beim Rumble Pack, wenn ich rolle, als ob ich durch, keine Ahnung, Glas rolle oder so. So ein knatterndes Gefühl, ja. Sondern das ist ganz einfach, als ob ich mir in ein Bett reinspringe, ja. In ein schön, frisch gemachtes Bett reinspringe, ja. So fühlt sich das an. Super Sache. Genau, und jetzt können wir uns noch eine andere Sache gleich noch frei holen. Frei kämpfen. So. Ich weiß, ich laufe hier überkreuzte quer durch die Gegend, aber mir ist gerade noch so eine Sache eingefallen, die wir auch noch machen müssten. Die wir durch die Gargoyles erhalten haben. Da haben wir nämlich auch einen Schlüssel erhalten und ich zeige euch mal, wo der auch passt. Aber jetzt möchte ich dann auch dann die Aufnahme beenden. So. In diesem Rahmen. Und dann dort mit euch am morgigen Tag weitermachen. Den Schlüssel, den kann man nämlich hier reinfügen. Das ist der Kellerschlüssel. Und da kommt man hier runter. Und da sehen wir noch den Drachen. Und den können wir leider noch nicht bezwingen. Keine Ahnung, wie man ihn bezwingt. Vielleicht können wir ihn jetzt auch schon bezwingen. 10.000 Seelen gibt er uns ja. Haben wir jetzt auch gerade am Manne. Und hier kommt man auf alle Fälle ganz, 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 ganz tief runter in die Stadt der Untoten. Und hier kämpft man dann noch gegen einen kleinen Boss und dann kämpft man in so einer komischen Stadt, die uns der gute Herr genannt hat, aber die mir schon wieder entfallen ist. Versuch's mit rechts. Das ist ja links, wa? Ah, hier rechts. Ach genau, hier können wir ein bisschen was abkürzen. Hier können wir uns einen Checkpoint aufmachen und auch feststellen, ah, wo sind wir denn hier? Ach, hier sind wir, ja. Da vorne ist unser Bonfire. Und da kommt man hier ganz einfach durch diese Tür jetzt durch.
Wenn man jetzt hier nämlich drauf geklickt hätte von der anderen Seite, dann hätte man da gestanden, von hier aus nicht möglich zu öffnen. Ja, und deswegen habe ich es eigentlich auch nie gemacht gehabt. So. Das ist natürlich jetzt so eine Frage, wa? Gehe ich jetzt noch hier kurz hier rein? Oder nee, doch nicht? Hm. Am liebsten würde ich ja auch noch das Schild aufwerten. Gelobt sei die Sonne. Okay, das kriegt man nicht. Somebody, anybody, help me. Unlock the door. Damn. I'm finished. How did this ever happen? Kriegen wir die Tür auf? Verschlossen. Ja, super. Und wie kriegen wir die Tür auf? Na gut. So, Freunde. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dann wollen wir eine Aufnahmepause machen. Weil wir haben ja schon ein bisschen was erreicht. Und ja, dann könnten wir das, am morgigen Tage weitermachen hier. In der unteren Stadt der Untoten. Na, bitte. Doppelte Menschlichkeit. Ja, jetzt kann man hier mal mit seiner Rüstung einfach mal so ein bisschen rumprotzen. Die Rüstung kann man natürlich auch upgraden, ja. Also dann könnte man die vielleicht aufwerten. Wie viel Steinchen hätten wir eigentlich? Hier kleine Scherben, 9 Stück. Waffe aus besonderen Seelen plus 5. Verstärkt verzauberte Waffen plus 4. Zauberwaffen plus 9. Nun gut. Aber wie schon gesagt, das machen wir alles am morgigen Tage. Wir werden uns am Bonefeuer da vorne wiedersehen. Und dann halt uns mit der Frage beschäftigen, ob wir doch erst nochmal unsere Rüstung upgraden werden oder ob wir dann einfach schon mit dem, was wir haben, weiterziehen. Denn wir haben ja ein richtig pornöses Schwert, muss ich nochmal betonen. Hier, zack, 277 Damage. Das sind Zahlen, ja. Mit sowas möchte man nicht konfrontiert werden. Und ja, dann bedanke ich mich wieder recht herzlich dafür, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr so viel Geduld mit mir hattet. Und dann sehen wir uns hier am morgigen Tag wieder. Also, ciao, ciao, Freunde. Euer Meltas.